Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Enderal, in Ark, im Marktplatzviertel, vor unserem Haus Lucretias Inn. Und nachdem wir uns etwas mit dem Baumenü vertraut gemacht haben in der letzten Folge, wollen wir in dieser Folge noch ein paar Sachen, zwei, drei Sachen verkaufen. Und ich glaube, Ora Steinschlag hatte noch etwas an Goldtalern für uns. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Diesmal klicken wir es aber richtig an. Ich will etwas kaufen. Zeigt mir euer Angebot. Aber immer doch. Das ist doch alles doof. Okay, und wir wollen etwas vor allem verkaufen erstmal. Ja, schauen wir uns mal an. Wir haben doch hier das genau Eisenclaymore mitgenommen. Den Eisenhammer, den Eisenstreitkolben. Und den Langbogen, den Runendolch, wieso haben wir den immer noch, tragen den immer noch mit uns herum. Ein Stahlschwert außerdem, auch das wollen wir verkaufen. So schlecht sind die Preise gar nicht mal mehr. Wie ich finde, wohl die Holzfälleraxt und die Spitzhacke kosten immer noch nur 2. Aber vielleicht sind sie auch gar nicht mehr wert. Ja, das war das eine, was wir verkaufen wollten. Dann haben wir hier noch Sachen, die wir ablegen können und sollten. Und gleich kommt's. Wir haben noch das Gesellenbuch Rhetorik. Behalten wir da die Lehrlingsbücher. Genau, die wollten wir noch verkaufen. Lehrlingsbuch Handwerkskunst. Damit können wir nichts mehr anfangen. Wir bekommen nur den halben Preis dafür. Wert ist es eigentlich... Nein, sogar noch weniger als den halben Preis. Es ist doch 14 wert. Ich weiß nicht. Alles, was wir anfassen, verliert an Wert. Warum, weiß ich auch nicht. Es ist wie im echten Leben. Ja, okay. Dann haben wir jetzt die Sachen verkauft, die wir verkaufen wollten. Hier müssten wir nochmal groß aussortieren. Oh, die leeren Sachen sind aber immer noch nichts wert. Ah, ich glaube, die Schaufeln sind im Preis gestiegen, nachdem wir jetzt die Rhetorik etwas verbessert haben. Die Flöte doch auch. Nein, 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 die Flöten nicht. Auf gar keinen Fall. Irgendwie merke ich keinen Unterschied. Vielleicht bei den richtig teuren Sachen. Die Besitzurkunde, Haus am Marktplatz. Ist auf einmal nur noch 194 wert. Ich glaube es kaum. Ich glaube es ja kaum. Okay, wie dem auch sei, wir können jetzt auf jeden Fall... Danke. Schreitet wohl. Schreitet wohl, Ora Steinschlag. Auf jeden Fall können wir jetzt ein paar Sachen kaufen. Das irritiert mich hier immer. Ich denke immer, hier unten liegt irgendeinen Zettel, den man aufheben könnte. Was ist denn hier unten drin eigentlich? Seiner Gefangenschaft den heiligen Posten des Großmeisters übernahm. Das ist fies. Da ist ein Geldsack jemanden reingefallen und wir reichen nicht dran. Ich würde mich hinlegen, aber dann gucken die Leute vielleicht komisch. Egal. Wir wollen vor allem eines tun, ein paar Sachen kaufen. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Na, schreitet auch wohl und wir schauen mal. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, wir möchten ein Anwesen kaufen. Zeigt mir doch mal euer Angebot. Natürlich. Ganz unter uns, liebe Welt da draußen, wir wollen gar kein Anwesen mehr kaufen. Wir haben ja schon eins. Vielleicht kaufen wir uns noch das im Adelsviertel, weil ich vermute, dass es... Naja, so fünfmal so groß ist wie das, was wir jetzt haben. Es ist fünfmal so teuer, also... Warum sollte es fünfmal so teuer sein, wenn es nicht fünfmal so groß ist? Ja, wir wollen nämlich gar kein Anwesen kaufen. Das ist etwas teuer hier mit 5.757 Goldstücken, Groschen. Nein, nein. Ja, die Ankleidepuppe, wir müssen jetzt aber ganz geschickt vorgehen. Die Ankleidepuppe, das wäre ganz nett und schön und möchte ich auch sehr gerne haben. Baldrianwurzel, es kostet alles, wie man sieht, hier 35 Groschen.
Das heißt, unsere Groschen sind begrenzt. Wir müssen ein wenig aufpassen und uns genau überlegen, was wir brauchen. Ein Bierfass, ja. Was kommt? Kommt da echtes Bier raus? Nein, ich glaube eher nicht. Also, wir brauchen etwas zum Kochen, etwas zum... Was brauchen wir noch? Alchemist, Alchemie, Arcana, Verzauberer. So etwas brauchen wir genau. Alles, das ist, die Preise hier sind ein bisschen, finde ich, ungleich, oder? Für so eine Pilzzucht, Bett für Raumtrenner, 35, alles 35. Runder Tisch, ja, wäre auch nett, aber wir brauchen vor allem etwas, womit wir etwas herstellen können. Rustikaler Holztisch. Schlichtes Bett, wo kommt das gute Bett? Ach so, Stechpalme, dann bekommt man die so in die Hand gedrückt und hier haben wir nochmal die Stechpalme eingetopft. Na, da muss man aber auch aufpassen. Naja, das ist eine Bank, natürlich muss man da aufpassen bei der Bank. Und die ganzen Teppiche. Trophäen, na gut, wo sind denn die richtig guten Sachen? Sag bloß, wir können uns da keine Kochstelle reinstellen. Nein, die haben wir übersehen. Natürlich gibt es eine Kochstelle. Wofür brauchen wir ein Haus, wenn wir keine Küche haben? Das ist ja wie im realen Leben. Das ist ja totaler Quatsch. Ich werde verrückt. Entweder sehe ich es nicht oder es gibt das nicht. Das gibt das doch nicht. Arcana Verzauberer, naja, immerhin. Ja komm, den können wir sofort mal kaufen. Wir sehen das nur nicht, glaube ich. Das muss es doch geben. Es muss doch eine Kochstelle geben für unser Haus. Blumenvase. Feuerholzstapel, nein. Feuerholzstapel Mittel. Kann es sein, dass eine Kochstelle vielleicht schon drin ist? Vielleicht brauchen wir nur diesen Topf. So, Heuballen, nein. Holzregal, nein. Ach, Keramik, Amphore, nein. Na, was hätten wir denn noch alles gerne? Eine Werkbank, eine schlichte Truhe. Steinaltar? Naja, wenn es etwas bringt. Ich bin auf der Suche nach etwas, wo wir kochen können. Ich sehe nur Teppiche und so. Eigentlich nur Deko-Sachen. Nein, vielleicht sind wir hier am falschen Ort. Vielleicht gibt es woanders noch Sachen zu kaufen. Das kann es ja nicht sein. Okay, so eine Übungspuppe? Nein. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt unsere Goldstücke hier lassen. Wildschädel. Also gut, nochmal von vorne. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, was ein Ahorn wäre, wenn wir das kaufen würden. Baldrianwurzel, Bierfass. Na gut. Aus lauter Verzweiflung würde ich mir dann schon das Bierfass kaufen, aufstellen und mich dann drunter legen. Also es aufdrehen und dann mich drunter legen. Ja, eine Blumenvase. Was sollen wir denn mit einer Dibella-Statue? Drachenfrucht.
Das könnte ja vielleicht noch irgendwie was nützlich sein, wenn man es verkaufen kann. Aber bei den Pilzen haben wir ja gesehen, wir können gar nichts anpflanzen. Also wir können da nichts ernten zumindest. Wir haben es extra in die dunkle Ecke in der letzten Folge gestellt. Und wenn das alles nur Deko-Sachen sind... Okay, dann machen wir eins auf jeden Fall. Wir nehmen diese Ankleidepuppe und das Bierfass. Ja, und ein Farn. Aber das ist doch nur zum Gucken. Das ist ja nichts. Das kann ja nichts. Wir brauchen irgendwas, sowas wie der Arcanum-Verzauberer. Das war eine gute Idee. Das sage ich jetzt mal so. Das war schon mal eine nicht ganz so schlechte Idee. Keramiktopf. Wenn man jetzt wüsste, was das ist, ein Keramiktopf. Naja, ein Topf aus Keramik wahrscheinlich, aber dann hat man einen Topf. Aber vielleicht ist das ja genau das. Eigentlich steht hier überall Typ-Werkzeug dran. Also sind das alle Sachen, mit denen man was herstellen kann, oder? Okay, es wird wahrscheinlich dauern eine Weile, bis wir hier erstmal durchblicken. Also, wenn wir mal angenommen, der Bauplan für den Kehrer... Ach, das müssen wir dann auch noch selber bauen. Ah, ich verstehe. Es stehen aber nicht dabei, es steht nicht dabei, welche Materialien wir dafür brauchen, wenn wir es bauen wollten. Also, es gibt verschiedene Sachen, die wir haben wollten. Also mal angenommen, nochmal zurück zu der Idee, dieser Keramiktopf, das ist genau das, was wir meinen, nämlich eine Kochstelle. Hätten wir lieber eine flache, also eine Pfanne sozusagen, oder einen Keramiktopf, in dem man ja auch etwas braten kann, wenn kein Wasser drin ist vielleicht. Ich bin für den Keramiktopf hoch. Also nicht den flachen, wie eine Pfanne, sondern den hohen. Ich fürchte aber, dass wir hier mit Zitronen handeln. Wir bekommen dann einen Bauplan und bekommen einen Topf. Den stellen wir irgendwo hin und dann steht er da in der Ecke. Da kann man, und das Bett kann man den schieben als Nachttopf vielleicht, aber das war's. Okay, das mit der Pilzzucht, ja, wenn da nichts wächst, dann wird das schon mal ein Reinfall. Aber vielleicht finden wir auch Baupläne so noch irgendwo. Oder man bekommt das in anderen Städten. Oder die heißen einfach anders. Ja, zum Beispiel der Steinaltar, das könnte ja schon so ein Alchemietisch sein. Aber das verstehe ich nicht ganz. Wenn doch der Arcane-Verzauberer da ist, dann müssten doch auch die anderen Sachen da sein. Merkwürdig. Vielleicht haben wir die anderen Sachen schon gekauft. Ja, das kann sein. Man braucht ja einen Bauplan, braucht man ja nur einmal. Wenn man den einmal hat, dann kann man das ja immer wieder bauen. Also da ich nicht weiß, was das ist, kaufen wir jetzt einmal einen... Da würde ich aber dann lieber einen runden Holztisch kaufen, hier so etwas... Ja, wir brauchen was, wo wir unser Bier ablegen können, abstellen können. Ja, am besten wäre noch eine Brauerei. Nehmen wir mal den hohen Keramiktopf jetzt. Dann wissen wir, was es ist. So. Schreitet wohl und vergesst nicht. Bei Silren und Freunde ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Glaubt mir. Machst du einen Witz? Nichts wie raus. Hallo. Hier. Nichts wie weg hier. Jetzt natürlich die große Frage ist jetzt erstmal.
Oh, das wird aber ein Ding. Wo können wir die Sachen überhaupt bauen? Psst. Okay, hier scheint eine Schneiderei zu sein. Lederwaren. Schmiedewerk. Da waren wir überall noch nicht drin. Da kann man mal sehen, wie viel wir noch vor uns haben überhaupt. Okay, wenn wir hier vorne eine Schmelze haben bei uns. Was können wir hier schmelzen? Quecksilber. Wollen wir nicht. Danke. Wo ist denn eure Schmiede hier? Ah, ich glaube, ich fange an zu verstehen. Es gibt gar keine Schmiede hier. Ja. Oh, Lauch. Schön. Sehr nett. Ja, also von außen hat unser Häuschen auf jeden Fall Fenster. Okay, hier können wir noch so lange E gedrückt halten draußen, da passiert nichts. Da kann man immer noch nicht durch. Habt ihr wirklich kein... Ich höre doch hier irgendeinen hämmern. Ach so... Er hämmert da dran, naja gut. Das ist ja auch sein Recht, da dran zu hämmern. Wenn das sein Stand ist. So ist das eben. Dürfen wir das nehmen oder ist das Diebstahl? Das ist ja alles ranzig, das will sowieso niemand haben. So ist das eben. Ich mag die Tiere. Das ist gar nicht unser Haus hier. Na, wir suchen ja auch, wenn... Wir haben eine Schmelze. Wo können wir denn die Sachen herstellen dann? Ja genau, und was ist das da eigentlich, wo er jetzt reingegangen ist? Ark Porm, Purims Hütte, also Lehrling, Purim. Purim wohnt genau neben uns. Das grüne Haus ist unser. Können wir das auch neu anstreichen? Fremdenviertel. Ich glaube, das ist schon gar nicht so falsch, oder? Schauen wir mal. Also schlecht finde ich es erstmal nicht, dass das Fremdenviertel direkt neben unserem Haus ist. Da kommen wir schnell dann wieder raus. Ich hoffe jetzt ja nur, dass im Fremdenviertel... Doch, im Fremdenviertel, da gab es eine Schmiede und alles. Ja. Genau, man kam rein. Da war dann dieser Fuchshand, der uns die Bücher verkauft hat, der Probleme mit seiner Schwester hat. Von Huf, wie hießen die? Hufnagel und... Ja, ich weiß, was ich meine. Ach, es ist so lange her, ich komme nicht drauf. Hufnagel und Schund, kann das sein? Irgendwie so einen witzigen Namen. Moment, und dann kam man raus und dann konnte man rechts um die Ecke gehen. Dann war der Betrunkene mitten am Platz irgendwie, weil man dann, also man konnte rechts gehen ein Stück, da hat die Frau Brot verkauft, man konnte dann wieder ein Stück links gehen. Da war der Betrunkene mitten auf dem Platz und wenn man dann rechts gegangen ist, kam man durch diese beiden Tore. Also man konnte links oder rechts ein Tor nehmen. Da saß immer die Reisende und dahinter war eine sichere Truhe. Und auf der Straße, da gab es die ganzen, Schmieden. Eine Schmiede gab es da. Toll. Das ist wunderbar. Wo haben wir sie denn jetzt? Wasser haben wir schon gefunden. Da ist es doch. Da ist der Betrunkene. Wir kommen genau von der anderen Seite. Das passt. So ist das eben.
Jetzt können wir sehen, was brauchen wir dafür. 3 Holz und einen Silberbarren werden wir bekommen. Bierfass bekommt man, brauchen wir 1 Holz. Okay. Und die Holzpuppe. 10 Einzelteile, 2 Holz, Lederhaut, 2 Nägel. Okay. Och nö, was haben wir denn hier? Platzierbare Vase, das wollten wir gar nicht. Nein! Wert 60. Hey, Moment mal. Wenn wir das herstellen können und für 60 verkaufen können, dann haben wir ja dann haben wir das ja wieder raus, das Geld. Ja, aber 10 Einzelteile und wir haben 6. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Fremdländer. Wir müssen uns überlegen, was wir brauchen. Oh, und wir sollten mal gucken, was wir hier noch so alles dabei haben. Eisenhandschuhe, Eisenkriegshammer, Eisenhandschuhe, Eisenschwert, Eisenstreitkolben, Jagdlangbogen, alles nix, was? Kleiner Rucksack, Langbogen, Lederharnisch, Lederhelm. Nein, das ist alles nichts. Aha! Eterner Helm. Nein, das wird wohl auch nicht sein. Außerdem brauchen wir dafür Handwerk von 50, um das herstellen zu können. Und ein Festlederhelm. Nein, auch nichts. Festlederrüstung, auch das ist nichts. Pilzzucht. Ja, aber da haben wir das schon einmal. Ein schlichtes Bett. Nein, dann ein Stahlgroßschwert. Nein, auch nicht. Stahlharnisch, nein. Jetzt habe ich vergessen, was wir brauchten. Holz auf jeden Fall. Und Silber. Und Einzelteile, genau. Haha. 97 Stück haben wir davon. Ja, dann nehmen wir doch mal 50. Mal sehen, ob wir vielleicht so viele Vasen herstellen können, dass wir den Kaufpreis wieder rausbekommen. Das wäre ja nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Nägel, genau. Für irgendetwas brauchten wir auch Nägel. Ach, nehmen wir mal alle Nägel. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Momento. Silbererz. Aber ich weiß nicht, zum Herstellen. Was brauchen wir denn zum Herstellen? Nur Silbererz? Ich glaube, da kam noch irgendetwas anderes dazu. Und ich glaube, Leder brauchten wir auch für irgendetwas. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir Leder herstellen können. Lederhaut. Das ist wahrscheinlich gemeint mit Leder. So ist das. Warum tragen wir zu viel? Was ist denn so schwer? Die Einzelteile? Silber. Wir brauchen auf jeden Fall. Was ist so schwer bei uns?
Ja, wir müssen einige Sachen loswerden. Mhm. Aha. Oh ja, wir wollten ja etwas köcheln, etwas herstellen. Ach, sehr viel zu schwer sind wir nicht. Da essen wir zwei Sachen. Aber wir haben nichts, was so schwer ist. Ja, doch, hier haben wir die Bienenwabe. Können wir essen. Dann wissen wir Bescheid. Wiegt ein Pfund. Ausdauer wiederherstellen. Bienenstockhülle. Sollen wir da auch mal reinbeißen? Haben wir sonst noch irgendwas Schweres dabei? Aha. Menschliches Herz. Ja, da beiße ich nicht rein jetzt. Das mache ich, das hebe ich mir für später auf. Trollfett. Widerstehe Gift. Sehr schön. Und wir können wieder laufen. Vorsicht, Hühner. Ich wollte nur mal an den Schmelzer. Silberbarren. Juhu. Warum Quecksilberbarren? Ach so, wir haben Quecksilbererz noch dabei. Silberbarren. Noch einen? Sehr gut. Quecksilberbarren, na gut, überredet. Ja, ich weiß ja auch nicht, wo sind denn die anderen? Ach hier, warum haben wir... Ach so, Holz, ja richtig. Holz war das, wir brauchen noch Holz. Sowieso brauchen wir viel Holz. Wir brauchen 3, 5 Holz. 3, 5, 6 Holz brauchen wir. Auch einen Holzklotz hätten wir ganz gerne im Haus oder vor dem Haus oder so. Das ist gar nicht zum Holzhacken hier. Aber das... Ja! Jetzt haben wir 2 Äxte auf einmal. Ja, das ist doch gut. Wir haben alles, eigentlich haben wir alles direkt vor dem Haus. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das Gute dabei ist, wir haben es direkt vor dem Haus, aber es ist ja eine Wand dazwischen, also bekommen wir von dem Lärm hier nicht sehr viel mit. Ach, natürlich sind wir wieder überladen. Das ist doch selbstverständlich. Fremdländer. Und ich höre da gar nicht mehr zu, was die da sagen. Also der arkane Verzauberer, den wollen wir haben. Aber wenn das wirklich nur so eine Platte dort ist, dann brauchen wir ja doch noch einen Tisch. Dann können wir ja schlecht auf den Boden stellen, oder? Jawohl. Dann die Holzpuppe. Her damit. Jawohl. Ach was, was fehlt jetzt für das Bierfass schon wieder? Eisenbarren. Aha. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier mit den Vasen machen können. Stellen wir mal 2 her. Wenn wir zu wenig dafür bekommen, dann... dann lassen wir das lieber. Also brauchen wir jetzt noch einen Eisenbarren. Dabei fällt mir gerade ein... Wenn wir am arkanen Verzauberer irgendetwas verzaubern wollen, dann müssten wir ja irgendwelche verzauberten Sachen schon haben, die wir auseinandernehmen können. Also damit wir den Zauber erlernen. Die Hühner machen mir ein wenig Sorgen hier.
Das war's. So schnell haben wir schon alles. So gut. Das Bierfass. Mühsam. Naja, und den Rest lassen wir mal lieber. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Oh, das dachte ich mir schon beinahe. Wir werden das in der nächsten Folge aufstellen. Obwohl ich sehr neugierig bin, wie das Bierfass aussieht, schon in dieser Folge. Dennoch darf ich mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen. Für eure Kommentare und eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.